und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in Reconning. Wir müssen hier noch den dicken, bösen Bösewicht hier, den dicken, bösen Bösewicht platt machen. Und da sind wir gerade noch auf der Suche danach. Und ja, bin mal gespannt, wo er dann ist, wo er auftaucht. Hier war die Startlocation. Da sind wir vorhin durchgelaufen in der letzten Folge. Also gehen wir jetzt mal hier lang. Ja, der hat keinen Bock, oder was? Der überlegt das aber oder nicht. Was schön ist, wir haben den Schicksalsstrang schon wieder frei. Wenn also der Boss da ist, sollte das eine easy Geschichte werden. So hoffe ich zumindest gerade. Genau, einfach Attacke mal mitten rein. Du bist meine kleine Heldin. Runen her. Oh. Das ist so mächtig. Wir das im Normalfall haben. Oh, trotzdem. Glück gehabt, dass der andere hier jetzt ein bisschen länger gebraucht hat, bis er hier war. Dann laufen wir da mal schnell rüber und helfen ihr. Ach, das ist der Hammer, der da so herumblitzt. Ordentliche Abfahrt. Wir dürfen keine Zeit. Ja, ich weiß, dann lass dich doch nicht anquatschen von mir. Ich wollte doch nur gucken, ob der noch was zu looten hat. Ah, hier. Hier ist man mit bei, ne? Jetzt aber ganz schnell hier rüber. Ganz schnell hier rüber. Dass wir ihn hier sofort erstmal weg haben. Perfekt. Perfekt. Wenn die jetzt auch noch hier fallen. In der Zeit. Das ist natürlich optimal. Ganz, aber den Bonus würde ich echt gerne im Profil wieder können. Und dann müssen wir den halt noch so machen. Ja, dein dicker Bauch, ne? Der ist schon ordentlich zum Wegschubsen. Das war's und sie verdrückt sich einfach. Das ist echt. Kann doch nicht sein. Warte mal, die verdrückt sich gerade wirklich, ne? Hallo? Seid gegrüßt, Held. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu sprechen.
Oh. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir müssen gar nicht weiter mit dir quatschen. Dämonenhörner. Ersatz für Shutdowns sein, ne? 3 Sekunden lang 30 Verbrennungsschaden. Wenn zumindest für die ersten 3 Sekunden 70 Schaden, ne? 22% Chance pro Treffer 10 Leben zu rauben. Das hat ihm jetzt nicht wirklich weitergeholfen, ne? Dann nehmen wir erstmal alles mit. Noch was? Oh. Oh, guck mal an. Ausrüsten. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Okay, dann gucken wir mal bei Waffen rein. Hier haben wir doch schon mal eins. Moment. Wir machen das über die Tränke. Konsumgut. Mana-Trank. Oh, können wir gar nicht. So, Flammenschutz, Frostschutz. Strömungsdämmer. Sollte schon reichen, ne? Sollte in jedem Fall reichen. So, vergleichen und ausrüsten. Und den Trank nehmen wir so mit. Ja, jetzt hat sie auch alle Zeit der Welt, ne? Lässt sich richtig schön viel Zeit für den Rückweg. Naja, warum auch nicht? Wobei wir ja schon andere Charaktere hatten. Sobald wir sowas dann hier durch hatten, waren die immer ganz, ganz schnell raus aus der Location. Von daher war ich gerade ein wenig überrascht. So, wir können hier aber runterspringen, ne? Genau. Keine Truhe? Nein. So, weiter in Richtung Hauptquest. Gläubige, Gott, was ist das? Warum leuchten die rot? Um zu sterben. Gewährt ihm seinen jämmerlichen Wunsch. Er noch wacht. Ja, dafür wäre es natürlich Schicksalsbalken natürlich noch ein Vorteil gewesen, wenn wir den jetzt noch frei hätten, um sich frei zu machen. Aber das sollte auch so. Sterbliche aus dem Quell ist also zurückgekehrt. Eure bloße Existenz ist eine Abscheulichkeit gegenüber allem, was lebt. Wieso erkennt ihr das nicht?
Ich bin halt ein bisschen rückständig dabei, darum erkenne ich das nicht. Ein Kind des Staubs, das den Tod überlebt. Eine Kreatur, die von ihrem Schicksal getrennt ist. Ein Geschöpf ohne Bestimmung oder Beweggrund. Ihr wart ein Fehler. Eine neue Möglichkeit der Sterblichen, die Welt zu verderben. Doch schon bald werden meine Länder von euch gereinigt sein. Ja, wenn du das meinst, ist doch okay. Dann ist doch okay. So, ich glaube, das war's mit Looten, ne? Ne, hier haben wir noch was. Sonst haben wir ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Da ist auch nichts versteckt. Hier haben wir noch was. Okay, damit haben wir den ersten Kristall. Safe in der Tasche, da waren wir gerade eben. Okay. Och, wo kommt ihr denn schon wieder her? Echt ein Respawn, ne? Das wär... Ach, komm schon. Da ist die Spätschicht eingetrudelt oben im Lager. Na komm schon, lass mich den doch da. Lass mich deinen Kollegen da töten. Wo ist denn das Problem hier? Du hast ihn doch eh nicht gemocht, das gibt's doch. Ja, genau. Da haben wir schon wieder das Problem. Jetzt muss man gerade gucken hier. Mana-Trank nimmt er nicht. Den nimmt er. Da nehmen wir noch einen weg. Ich hoffe, das reicht. Reicht zumindest so gut, dass wir da vernünftig agieren können. Jetzt bin ich nur gerade überlegen, wo setzen wir gleich an? Ist es da besser oder von hier rüber zu laufen? Ich glaube, ab der Höhle der Witwen macht das, glaube ich, am meisten Sinn, oder? Wir verkaufen erstmal. Willkommen im Sternlager. Oh, der hat sich heute noch gar nicht hingelegt. Na, heute will das aber wissen. Als Marktplatz ist das Geschäft immer geöffnet. Genau, das kennen wir ja so. Jetzt mal gerade gucken hier. Weg, 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 weg. Das? Ach genau, das alte Amulett, genau.
die Mana-Tränke können wir jetzt erstmal verkaufen. Die nehmen jetzt sowieso nur Platz weg. Seid ihr interessiert, etwas hey, Moment, kaufen, Moment. Wir haben da noch Healer-Ware, ne? Wir haben da noch irgendwo Healer-Ware. Warte mal, das Ding kann doch auch weg. Ja, das ist der Offizierspass. Ach, mehr haben wir da gar nicht mehr. Nur der Offizierspass. Obwohl, Moment mal. Wir bekommen dann 0 für, aber zumindest auf ihrem Platz frei im Inventar. Wo war das denn gerade? Schließungsbefehl. So. Wenn es Geld zu verdienen gibt, bin ich euer Mann. Hier haben wir auch Ausbildung, ne? Wollt ihr auf Leis? Ich habe während meiner Jahre in Dalentat gelernt. Aber haben wir die nicht sowieso schon wieder am Limit? Ja, ne? Nee, doch nicht. Da kriegen wir nochmal Verstohlenheit drauf. Können wir das nochmal direkt hochkriegen, den, ne? Wenn ihr mich bezahlt, kann ich euch dabei helfen, eure Verstohlenheit zu verbessern und eure Gegenwart zu verschleiern. Nee, sämtliche Ausbildung abgeschlossen. Okay. Mögen euch die Schatten umhüllen. Da oben haben wir noch einen drauf, ne? Da. Guten Tag, ich habe gehört, Agravin sucht jemand. Es heißt, Benar kaufe Waren jeglicher Art. Ist ja gar nicht hier, ne? Wenn ihr auf der Suche nach Antworten oder Gerüchten seid, war es klug zu Elien. Nun denn, Bruder aus den Reihen der Reisenden. Nichts schmeichelt der Zunge mehr als ein wenig Getratsche, nicht wahr? Oh. Mögen der Boden weich und eure Schritte leise sein. Seid gegrüßt. Also keine Hilfe. Gut, dann machen wir uns natürlich mit freiem Inventar wieder los. Jetzt, können wir auch hier, ne, uns direkt dann rechts halten und einfach nur laufen. Ja, sieht so aus, als ob wir hier auf der Hauptstraße... Nein, ist eigentlich schon fast, ne? Als ob wir uns nur darauf halten müssen.
Vorne haben wir auf jeden Fall schon wieder irgendwo was versteckt. Da ist auch der Steinhaufen. Okay. Weder das eine noch das andere gerade interessant genug. So, hier haben wir einen Questgeber. Seid gegrüßt, Fremder. Hallöchen. Der Held von Helsing hier? In diesem vermaledeiten Sumpf hätte ich euch nicht erwartet. Wir hätten für eine Reise durch die Schwemmenwald keinen schlechteren Zeitpunkt wählen können. Ja. Was soll denn das heißen? Sie sind diese verdammten Morgan. Wir sind genau zu ihrer Laichzeit hier angekommen. Sie überschwemmen den Sumpf und reißen meine Männer in Stücke. Ich weiß nicht, wie viele Banshaien da draußen sind, aber ich wette, es ist mehr als eine. Wenn wir uns behilflich sein und alle Banshaien vernichten könnten, die ihr findet, wäre ich euch auf ewig dankbar. Nicht mal nichts verkaufen, ne? Aber klar, die werden wir töten. Danke. Sie kommen anscheinend aus mehreren Nestern im Westen. Findet die Banscheinien und vernichtet sie. Und seid vorsichtig, sie werden immer von Morgan bewacht. Genau, die werden immer von Morgan bewacht. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo, wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt. Ich würde mich drüber freuen. Und dann seid gern in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde ich mich auch drüber freuen, Leute. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dahin und ciao.